Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen und einen wunderschönen Sonntag euch. Ich hoffe, mit der Aufnahme funktioniert alles, denn Cheppy hat sich, man sieht es nur, ich versuche es immer zu zeigen, eine neue Grafikkarte geholt. Ihr seht das, was hier so ein bisschen leuchtet an der Seite. Es ist die nagelneue RTX 3080, die da jetzt drin ist. Was für ein geiles Ding. Und ich hoffe, dass alle Einstellungen jetzt immer noch passen, weil Grafikkarte austauschen an und für sich ganz einfach, aber wenn man ein Netzteil hat, was nur zwei Pin-Anschlüsse hat und man drei braucht und noch ein Kumpel da ist und man 8 Stunden da sitzt und nichts funktioniert und dann mitten in der Nacht in die Innenstadt fährt und bei Cyberport noch ein neues Netzteil kauft, das ist... Oh, ich hoffe für jeden von euch, dass ihr die Probleme beim PC-Umbau nicht haben werdet. Season 2 MW2 Reloaded ist draußen. Die ganze Season geht jetzt noch ungefähr... keine Ahnung, einen Monat oder so. Geht ja schon wieder irgendwie 3 Monate oder wird am Ende wieder 3, 3,5, 4 Monate laufen. Viel zu lang einfach für viel zu wenig Content. Da sind wir uns alle einig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Season 2 Reloaded hat im Multiplayer 1, 2 in Anführungsstrichen Verbesserungen reingebracht, über die wir sprechen sollten. Im Hintergrund seht ihr es, die nagelneue Map. Es ist ja tatsächlich mal wieder eine wirklich neue Map, die wir so noch nicht gesehen haben. Spielt sich richtig gut. Jetzt hätte viele von euch wahrscheinlich erwartet, dass ich darüber ableder, wie scheiße die ist. Nein, die spielt sich richtig gut. Sie ist vernünftig aufgebaut. Farbgestaltung gefällt mir sehr gut. Und als ich gesehen habe, dass sie wirklich 3 Wege hat, was wir eigentlich alle wollen. Der Pool in der Mitte, wo man wirklich durch die Fenster in den Pool diven kann, was wir gemacht haben, weil es witzig aussieht. Das ist richtig gut gemacht, auch mit dem Keller. Es ist nicht zu vertikal, das heißt, man hat nicht 15 Stockwerke, 98 Fenster. Und die Farbgestaltung der Karte macht einen glücklich, auf der Karte zu sein. Und als ich so die ersten 2 Runden mal getestet habe, ist mir so aufgefallen, das sieht nicht aus wie eine Karte, die Infinity Ward eigentlich macht. Und habe mal ein bisschen geguckt und es gibt mehr als nur ein paar Berichte darüber, unter anderem Jason Schreier und Charlie Intel, dass diese Multiplayer-Karte nicht vom Infinity Ward Multiplayer-Team gemacht wurde, sondern eine der Karten ist, die eigentlich von Treyarch nächstes Jahr im nächsten COD genutzt werden soll. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber vom Design her, von der Farbgestaltung her, sieht es eher wie eine Treyarch-Karte aus, als eine Infinity Ward-Karte. Sie passt auch vom Layout überhaupt nicht ins Game rein. Bin trotzdem froh, dass sie da ist. Immerhin etwas. Dazu kommt die neue Cherry Blossom-Tarnung. Das heißt, sie haben jetzt noch eine zusätzliche Endgame-Tarnung mit eingefügt, für die ihr für die verschiedenen Waffenklassen jeweils mit einer Waffe aus dieser Klasse eine gewisse Anzahl an Headshots braucht. Das heißt, nicht diese ekelhafte Weitschusskacke, sondern einfach nur Headshots. Das könnt ihr mit jeder Pistole machen. Pistolen, Shotguns. Sucht euch irgendeine Waffe in dieser Kategorie aus, die euch gefällt. Macht eure 50, 75, 100, 125 Headshots und ihr habt eine neue Tarnung. Das heißt, es gibt wieder einen Grund, ein wenig zu grinden für die Leute, die verzweifelt danach gesucht haben. Dazu kommt eine Änderung und da habe ich schon wieder mit den Köpfen irgendwie oder mit den Händen auf den Kopf geschlagen. Wenn ihr auf Settings Interface geht, seht ihr unten Flash-Effekt invertieren. Es geht nicht in mein Hirn hinein, dass wir seit Anfang der Beta das Problem haben, dass die Flashgranaten so hell sind, trotz Taktikmaske, dass man komplett weißen Bildschirm hat. Ganze Gaming-Räume haben sich dadurch erleuchtet. Und es haben sie in 6 Monaten nicht hinbekommen, nichts dran zu ändern, außer Taktikmaske einfach darauf anzustimmen, dass es wirklich hilft. Oder den Effekt der Flashgranate einfach reduzieren, weil sie zu stark ist. Was sie stattdessen gemacht haben, warum auch immer, es kann mir keiner erklären, wie das Sinn macht, sind in die Settings gegangen, unter Interface, bei Interface hat das für mich eigentlich gar nichts zu suchen, und haben dort eingegeben, dass ihr nicht erst weiß seid, komplett, und es dann wieder dunkler wird, bis ihr was sehen könnt, sondern euer Bildschirm wird dunkel, was für die Augen viel, viel angenehmer ist, wird dann ein bisschen hell und ihr seid wieder im normalen Bildschirm. Das heißt, ihr wurde dieser Weißeffekt mit dem Schwarzeffekt getauscht. Etwas, was seit 6 Monaten von allen Spielern, ob competitive, da sind die Flashgranaten ja rausgenommen worden, weil sie broken sind, oder im Public wirklich gebetsmühenartig runtergerattert wurde, dass das geändert wird. Und egal wie überfordert Infinity Ward auch mit MW2 sein mag. Und egal wie überfordert diese Entwickler dort sind, die für mich, da bin ich mir sehr sicher mittlerweile, keine Entwickler mehr sind, die mit der COD-Franchise bisher viel zu tun hatten. Ich glaube, dass da nur noch Leute sitzen, die
keine Ahnung, Netflix Handy-Apps programmiert haben und für Sky Fußball ansonsten irgendwelche Animationen machen, aber keine Entwickler mehr, die mit der Franchise viel zu tun haben. Denn anders kann ich mir all diese Entscheidungen und die Art, wie da gearbeitet wird, nicht erklären. Auf jeden Fall, wenn ihr von diesen Flashgranaten genervt seid, dann solltet ihr es unbedingt machen. Geht in den Settings unter Interface. Dort könnt ihr Flashgranateneffekt invertieren drücken und dann habt ihr ein Problem weniger mit diesem Game. Dazu kam mit dem Mid-Season-Update jetzt eigentlich nicht so viel. Die Tempos, die neue DMR, die könnt ihr freispielen. Einfach, ich glaube, Double Kills mit DMR, das ist jetzt nicht die Herausforderung. Content-mäßig, auch was Warzone angeht, nix. Gab so ein Time-Event für eine One-Shot-Sniper, wo ich mir denke, One-Shot-Sniper, da wird viel diskutiert, ist völlig egal, weil das Game halt langweilig ist. So, die One-Shot-Sniper macht keinen großen Unterschied. Die Time-to-Kill ist sowieso viel zu schnell, als dass man Sniper groß spielen sollte. Sie wird nur dafür sorgen, dass das Gecampe auf Al-Masra einfach noch extremer wird. Das heißt, rein von Content-Perspektive ist das ein Mid-Season-Update gewesen, wo man sagen kann, okay, aber nichts bei dem, was da hinzugefügt würde, reißt in irgendeiner Art und Weise das raus, was die Steam-Chart-Zahlen sagen. Und die gucken wir uns mal an. Ihr seht, ich habe mir bei Lieferando was bestellt, weil ich nach dem Video bzw. vor dem Schneiden auf jeden Fall Kohldampf habe und dann in den Stream gehe. Wenn wir uns die Steam-Zahlen angucken, CSGO, was absolut krank ist, 1,2 Millionen Spieler, kommt ein neues CS jetzt raus, absolut heftig. Und dann competed Modern Warfare 2 kurz nach dem Mid-Season-Update, wo normalerweise viele Spieler mit reingezogen werden, mit Games wie GTA 5, was 8 Jahre alt ist. Goose Goose Duck, Rust und Naraka Blade Point. Und wenn ihr euch die Spielerzahlen hier anguckt, werdet ihr einen sehen. In den letzten 30 Tagen sind wir vom Average ein bisschen gestiegen, was mit den Peak-Player-Zahlen noch immer desaströs ist. Und wir sind jetzt aktuell bei 156.000. Ich weiß nicht, ob gerade ein Turnier oder ähnliches ist. Und es droppt teilweise auf 100k, hier auf 100k, hier auf 99k. Es geht hier teilweise noch weiter runter, auf unter. Hier nicht mal, es ist jetzt 2 Tage her, waren wir bei 60k. Die Spielerzahlen hier und die Entwicklung davon, viele sagen immer, das hat ja nichts jetzt irgendwie mit den Spielerzahlen auf der Konsole zu tun. Man muss ja out of the mind sein, wenn man der Auffassung ist, dass diese Entwicklung, die wir hier sehen, nicht die ähnliche Entwicklung auf den Konsolen ist. Es glaubt ja keiner, dass, weil Steam ist, 70% Spieler droppen seit Release innerhalb von wenigen Monaten und auf den Konsolen die Spieler einfach mehr werden. Das ist Quatsch. Dazu kommt, was mir gerade einfällt, wir haben freies MW-Wochenende bzw. freie MW-Tage. Das heißt, aktuell kann jeder kostenlos MW2 spielen. Das erklärt dann allerdings auch diesen Anstieg an Spielern hier. Jetzt komme ich gerade drauf. Gut, das heißt, wir werden also von dem Punkt ausgehen. Maximal kommen die auf 99.000 Spielern auf Steam gleichzeitig. Das ist desaströs. Und dieses Game ist in allen Entscheidungen, die die Entwickler hier bisher getroffen haben, langweilig, contentlos, dumm und nervig. Das zeigt sich an den Spielerzahlen, die Leute suchen sich andere Games, die wenigsten Streamer haben noch Bock drauf, die meisten Streamer spielen immer noch Warzone, weil sie Angst um ihre Einnahmen auf Twitch haben, muss jeder für sich selber wissen, ob er sich das deswegen antun will oder nicht. Auf jeden Fall wird, und das sage ich jetzt schon, auch Season 3 keinen großen Unterschied machen. Season 3 wird ebenfalls lackluster sein und was wirklich so viel Angst macht an dem Ganzen, da könnt ihr gerne kommentieren, ob ihr es auch so seht. Das, was da jetzt kommt, ist ja das nächste COD doch dieses Jahr von Sledgehammer und es wird ein WW2 3.0, WW3 2.0 Verschnitt. Leute, da kann nichts draus werden, da kann nichts draus. Ich weiß nicht, wo irgendjemand die Motivation und Hoffnung herholen will, dass das irgendein qualitativ unterhaltsames COD sein kann. Ich weiß es nicht. Also COD-Franchise aktuell eigentlich am Ende, also nicht mal kurz davor, sondern es ist einfach so. Es ist mittlerweile ein Game, was so nebenbei mitläuft, was die Leute gar nicht groß mehr interessiert, was ein paar noch spielen, ein paar haben noch Lust drauf, die meisten sind woanders hingegangen. Und diese Spieler zurückzuholen mit, naja, frühestens dem Treyarch COD 2024 wird die große Herausforderung sein. Ich will ehrlich sein, ich sehe das aktuell nicht. Das zur Season 2. Ihr kriegt noch ein Ranked-Video, habe ich euch versprochen, wenn ich denn mal mehr als 2 Runden Ranked spielen kann. Denn nach 2 Runden Ranked fliege ich jedes Mal raus und finde keine Lobbys mehr. Keine Ahnung, was der Grund dahinter ist, Leute. Ich hoffe, euch haben die Infos gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Würde mich supporten, würde mich freuen. Und ich bin raus. Haut rein.